Freunde, wie krass sieht das bitte aus? Das ist, glaube ich, wirklich einer der schönsten Orte, in dem ich jemals war. Kein Bock mehr. Wir sind schon seit 12 Stunden oder so unterwegs. So langsam reicht's. Freunde, we made it. Wir sind jetzt hier 2 Nächte und dann geht's an den Camper. Peace. So, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Wir teilen uns hier eine Smoothie Bowl und dazu noch einen Avocado Toast. Bei, wie heißt das hier nochmal? Brew and. Ja, genau. Brew and. Oh. Das ist mein Style, Freunde. Wir haben uns gerade erstmal diese Sisu-Kettchen geholt. Sind wir gerade in irgendeinem botanischen Garten gelandet? Ne, da vorne ist eigentlich die Hauptstraße von Waikiki Beach und hier sind richtig süße Cafés und Restaurants und das checken wir jetzt hier mal aus. Und danach geht's zum Beach. Ready gemacht. Wir sind übrigens einen Tag nur in Honolulu, beziehungsweise 2 Nächte und ab morgen geht es einfach in einen Camper. Leute, das wird so lustig. Ich freue mich so auf diesen Vlog. Ich glaube, es wird so chaotisch und es werden noch so viele Sachen auf uns zukommen, von denen wir gerade noch gar keinen Plan haben. Aber ich freue mich richtig. Also Honolulu ist auch schon mega, mega schön, weil Waikiki Beach, die Gegend, super schön, müsst ihr unbedingt mal hin. Generell ist hier aber ja sehr viele Hochhäuser, also es ist sehr viel Stadt. Und ich freue mich, wenn wir dann im Camper sind und dann so richtig die Natur sehen können und so richtig Stadtbad Hawaii aus. Hey, das fooden wir jetzt erstmal und gucken hier noch ein bisschen den Surfern zu, so wie alle anderen hier auch. So, wir haben jetzt gerade noch einen Cheesecake bei der Cheesecake Factory gegönnt. Das ist Mango Key Lime geworden. Und Alice macht jetzt den Taste-Test. Schicker Hut übrigens. Und? Voll wild. Das heißt so 9 von 10 oder? Ja. So, meine Lieben, ich würde mal sagen, wir sind bereit für unser Camper-Abenteuer mit unseren wunderschönen Hüten. Bei mir ist einfach diese wunderschöne Schlaufe hier abgefallen. Jetzt sind wir noch halb so schön. Aber egal. Wir holen jetzt auf jeden Fall unseren Camper ab um 15 Uhr. Davor gehen wir jetzt noch was frühstücken. Aber wir müssen jetzt schon auschecken und ja, ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer. Leute, ich freue mich so, wenn mir diese Koffer überschnecken muss. So, wir fuden jetzt erstmal und planen ein bisschen unsere Spots für die nächsten Tage. Ich habe Avocado-Toast und Ellie hat eine Smoothie Bowl. Vorstellen, das ist unser Camper. Richtig cool, wir haben auf jeden Fall alles drin, was wir brauchen. Hier ist super viel Stauraum, um alles zu verstauen. Das ist nämlich das Wichtigste, wenn man so einen Camper hat. Das weiß ich noch aus Australien. Da hatten wir nämlich zu wenig Stauraum. Hier ist alles solarbetrieben, das heißt, wir haben auch immer Strom, können unser Handy auch nachts aufladen und die Kühlbox ist auch nachts angeschlossen. Und genau, ich würde mal sagen, mehr Platz braucht man eigentlich nicht. Ich glaube, nachts wird es vielleicht ein bisschen heiß, aber dann macht man halt die Türen auf. Ja. Das war was gerade erst mit dem Einkaufswagen. Jetzt haben wir noch Eis vergessen und ich musste den Einkaufswagen wieder zurückbringen. Jetzt warte ich hier gerade auf Alice. Also der erste Tag ist echt immer Stress. Ich freue mich auf morgen, wenn der Urlaub dann beginnt. Freunde, Leute, ich sag euch, das war was. Einmal eine Möhre auf den sogar eine Kitchen Area. Hat man ja eigentlich sonst auch nicht. Wie süß ist das bitte alles gemacht. Und hier laufen einfach ganz viele Hündchen rum. Hey! Oh my God.
Man sieht einfach nur so wenig, weil die hohen Wellen da ganz weit hinten sind. Hiken wir jetzt hoch. Let's go. Freunde, ich bin gerade hier. Alice ist schon da oben. Aber es ist so ein schöner View. Oh mein Gott. Richtig pretty. Ja, es ist anders anstrengend, ey. Ciao. Hey Leute, ich habe es gleich geschafft. Oh mein Gott, es ist so hart. Ich hätte nicht mehr gesagt, dass es so anstrengend ist. Vielleicht. Ich habe auch einfach keine Kondition mehr, ich weiß es nicht. So, Freunde, wir hochlaufen, wieder runterlaufen. Das ist gerade hinter mir. Leute, wie wild ist diese Dusche, bitte. Einfach eine Außendusche. So cool. Krass, sieht das bitte aus. Das ist, glaube ich, wirklich einer der schönsten Orte, dem ich jemals war. Also wie auch alles ist einfach crazy. Oh mein Gott, das ist einfach noch ein krasserer Spot. Das könnte einfach so auf einer Leinwand sein. Wie schön ist das bitte. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen im Dschungelhaus. Wow! Komm schnell wieder, sonst kriegst du noch einen am Kopf. Ja, man denkt so ganz normaler See. Was ist das für ein Tier? Und dann so was. Ja, das hat ein Tiergesicht da vorne. Ich weiß es nicht. Das hat ein Tiergesicht. Wir sind jetzt an unserem neuen Campingplatz angekommen und der ist einfach direkt am Strand. Ich zeige euch gleich mal den Strand, der ist richtig cool. Wir haben hier jetzt keine Küche und nur so Outdoor-Duschen, die sind auch kalt, aber ja, das nimmt man dann in Kauf, ne? Hallo ihr Lieben, wir sind leider schon am Ende vom Vlog angekommen. Ich dachte, ich labere euch immer noch ein bisschen vor. Nein, ich gebe euch mal so ein kleines Fazit von den ersten Tagen, wie es mir so gefällt, das Leben hier auf Hawaii, vor allen Dingen auch mit dem Camper. Und ich muss sagen, Freunde, es ist einfach eine 10 von 10. Es gefällt mir so gut. Es ist einfach so schön, in der Natur erstmal zu leben. Also das mit dem Camper war die beste Entscheidung. Die Campingplätze sind alle wunderschön. Der eine, wo wir jetzt sind, ist jetzt direkt am Strand. Der andere hatte ja diese nice Regendusche draußen. Es ist wirklich, also ich kann das alles gar nicht fassen, was wir hier irgendwie so erleben und wie schön diese Natur hier ist. Also wirklich, Hawaii ist so unfassbar schön. Es ist wirklich der schönste Ort, wo ich hier war. Ihr könnt hier Hikes machen, ihr könnt einfach nur an den Strand, ihr könnt surfen. Man kann hier so viel machen. Die Leute sind so, so nett und es ist halt so praktisch, das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch hier ein Auto mietet oder halt irgendwie mit dem Camper hier unterwegs seid, weil so sieht man halt einfach viel mehr, man ist viel freier, man kann dahin fahren, wo man will. Jeden Tag zu unterschiedlichen Spots, lernt neue Leute kennen auf den Campingplätzen, das ist einfach richtig, richtig cool. Mir gefällt es richtig gut, man merkt auch erstmal, wie wenig man eigentlich zum Leben braucht. Das ist so crazy, wir leben hier so auf diesen paar Quadratmetern, alles in diesen Schränken, aber der Van ist auch richtig gut. Ich schreibe euch hier auch nochmal die Seite hin, wo wir den gefunden haben und wie der hieß. Kann ich euch nur empfehlen, war auch der günstigste, glaube ich, und wir sind mega, mega happy, sollte das heißen. Mein Handy hat irgendwie den Geist aufgegeben, auf jeden Fall freue ich mich schon auf nächste Woche, da kommt nämlich ein Foodvlog online. Den haben wir auch schon ein bisschen angefangen zu drehen. Ich glaube, der wird richtig, richtig cool, weil hier sind einfach so nice Spots. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.